Ja, optionale Wege haben wir beim letzten Mal begonnen zu beschreiten und damit würde ich auch heute weitermachen hier bei Star Wars Jedi Survivors. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Alles furchtbar kommentiert. Ich bin Daniel und wir haben einen ganzen Planeten zu erkunden. Naja, jedenfalls das, was uns das Spiel da bietet von dem Planeten. Müsste die Patrouille doch da theoretisch wieder rumlaufen, die wir beim letzten Mal noch weggemacht hatten. Ach, hallo? Karte, könntest du bitte mal wieder. Genau, so. Also wir müssen da auf jeden Fall noch rüber. Und da aber rechts schaut, das schaut mir stark noch aus. Also vor allem hier rechts, der Schlauch sieht mir nach irgendwas Lootbarem aus. Da würde ich jetzt doch einfach nochmal hingucken. Beziehungsweise da können wir eine Abkürzung, glaube ich, freimachen. Ah ja. Die Brücke hat vermutlich auch schon mal bessere Tage gesehen. Das sieht hier richtig schön aus hier, das Eck. Mit was auch immer das hier für Wasserstufen sind. Sieht so ein bisschen aus wie so Reisfelder, nur halt ohne Reis jetzt quasi. Und von hier ran? Ja. Haben wir eine Höhle? Hast du was? Also gut, lass sehen. Mogubau? Okay, da geht's auf jeden Fall noch weiter. Jetzt sind wir aber, glaube ich, einmal im Kreis gerüpft, oder? War das jetzt alles? Nee, 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 oder? Das ist die. Also irgendwo geht's hier noch nach oben. Da müsste es doch eigentlich hier noch irgendwo drauf gehen. Ja. Frage ist nur wie. Oder man kommt von der anderen Tasche hier unten raus. Das kann natürlich auch sein. Das Eck war jetzt auch nicht so leicht zugänglich. Oh Gott! Hat das Ding jetzt mich erschreckt? Kannst du nicht einfach tun. Diese Tür hätte keine Chance gegen eine Rollmine. Aber wo finden wir hier eine? Wo finden wir hier eine Rollmine? Das ist eine sehr gute Frage. Da geht's auf jeden Fall auch nochmal hoch. Aber da ist so keine Rollmine hier. Oder muss man die von draußen irgendwie reinlocken? Wird natürlich auch sein. Wo laufen wir jetzt eigentlich gerade lang? Da hinten ist ein unentdecktes Gebiet. Hier oben das unentdeckte Gebiet, da kommen wir nicht hin. Das müsste, oder? Doch, da kommen wir hin. Sieht aus wie so ein Hangar.
Hängt da irgendwas? Ach ja, Stormtrooper Roboter. Stormtrooper Druiden. Oh! Ah ja! Okay, das wären schon mal Rollminen. Vielleicht ist es das, ja? Hä? Warst du das? Warte! Was? Nein! Da ist noch mal eine, das sind noch mal zwei, glaube ich. DD1, hier rüber. Ah, ich glaube, das ist als Ort gedacht, wo man... Oder aber... Oder aber man kann hier irgendwas kaputt machen. Ne, das hier auf jeden Fall nicht. Aber wir können mal gucken, ob wir die Runde in die Höhle bekommen. Natürlich jetzt ein weiter Weg und ich weiß auch nicht, ob die uns so weit folgt. Aber zumindest hätten wir mal eine Rollmine. Oh oh. Die kommen doch jetzt bitte nicht. Ne, die kommen da jetzt nicht hoch, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist. Ich hoffe, ich treffe das Tor dann auch mit der Mine. Die folgt uns, sie hat eine recht weite Reichweite. Oh oh! Oh oh! Oh 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 oh! Nein, nein, nein! Yes! Tür ist offen! Santare Kree, das ist doch von der... Ach, von dieser Meisterin da, oder? Das sieht doch auch so aus, als wenn das... gutes Blau, das kann es natürlich täuschen. Da komme ich nicht durch. Aber das sah eigentlich so aus, als hätte ich jetzt da von der Höhle noch irgendwie in die andere kommen müssen, theoretisch. Da habe ich nämlich wirklich noch irgendwas nicht entdeckt. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Zerbrechliche Struktur. Ach so, ja, okay. Aber das ist ja rot markiert. Heißt, da kommen wir noch nicht weiter. Dann würde ich jetzt aber einfach nochmal da hinten in die Ecke schauen, weil da war noch so einiges, was wir noch gar nicht gesehen haben. Weiß nämlich nicht, ob wir da storytechnisch irgendwann automatisch hinkämen oder... Also das ist sowieso ein bisschen schwierig zu... Achso, die zwei erstmal wieder. Die drei.
Da geht auch noch nichts. Da kriegen wir auch noch irgendwas. Da, ich bin mir sicher, BD kann da irgendwann nochmal irgendwas hacken oder so. Oder über Overdriven oder wie auch immer man das sagt. Dieses Terminal wird warten müssen. Das sollten wir noch gar nicht sein, ne? Das ist alles noch so unzugänglich. Aber ich will zumindest schon mal wissen, was da ist. So, die Viecher sind doch friedlich. Das sind doch quasi die Reittiere, die man sich da irgendwann auch vermutlich holen kann. Rechts herum, links herum, rechts herum. Yeah. Falle muss kurz warten. Turkle gerät. Der jetzt schon wieder in Schwierigkeit? Ne, das waren noch andere Gestalten da hinten. Da oben ist auch noch was zum Ausgehen. Okay, weiter geht's. Ja. Ich schreie dich schon um Hilfe. Ich bin doch schon so gut wie da. Aber wo sind die denn? Da oben? Immer noch hier! Und warten auf dringend benötigte Unterstützung! Und du sollst der Ausrufer sein. Das sieht aber irgendwie nicht so aus, als wenn ich hier weiterkomme. Hält sich auch nicht fest. Hallo! Wir könnten ein oder zwei Hände für diese gefressige Bestie gebrauchen! Mein entnervter Partner möchte kommunizieren, dass wir es vorzögen, nicht hier draußen zu sterben. Da hinten die Dinger, die sind noch zum Hochgrabbeln, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn ich im Weg zu euch rauf find, ihr Vögel! Oder brauche ich dazu vielleicht dann ein... Super. Auch da, das ist ein Abgrund. Da komme ich nicht weiter. Und da komme ich nicht hoch. Ja, versperrter Weg. Kriegen wir noch nicht hin. Vermutlich einfach echt zu früh hier. Da muss es noch irgendeinen Sprung geben, der uns höher springen lässt. Oder was Vergleichbares. Weil hier habe ich ja auch diese roten Wände. Wo ich nicht weiß, was damit ist, aber die sehen halt immer so aus, als wenn da was wäre. Zum Beispiel auf dem Felsen ist ja auch nochmal so ein Meditationspunkt. Da muss man auch nochmal früher oder später hinkommen. Das ist da oben.
sieht doch auch nach irgendeinem kleinen Eck aus. Ja, genau. Genau. Gut, dass wir den Winkel gesehen haben. Gegenüber war auch noch was zum Looten. Es gibt nur die Macht. Okay, schauen wir mal, ob man da irgendwie. Ach, da unten ist was. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Aber auch da, ne, sieht es ja eigentlich aus, als würde man da vielleicht nochmal weiterkommen. Bei mir hinten nochmal so ein. Ja, das, da ist noch was. Da ist safe noch was. Kommen wir nicht weiter, da war noch so ein rotes Stoppschild. Haben Stoppschilder so an sich, dass die meistens rot sind. Da müssten wir theoretisch. Ja. Es gibt da noch irgendwas. Mhm. Stell dich nicht so an, Leo. Zeig mal her. Mist. Es heilt nicht mehr. Tut mir leid, Schatz. Nicht dein Tag. So ist die Welt, Leo. Aber lieber begrabe ich dich hier, als zuzulassen, dass du das Abendessen von irgendjemandem wirst. Das ist ja fies. Oh Gott, das sind zu viele. Oh Gott, das sind wirklich zu viele, glaube ich. So, wo ist denn da noch was? Irgendwo sehe ich noch Schüsse. Hallo? Druide halt, ne? Kein Aiming. So, was haben wir denn hier gefunden? Oh, die machen aber auch nicht Schaden. Was immer du sagst. Oh Gott! Hilf mir, hier! Was spawnen denn hier alles, bitteschön? Ja, ein bisschen viel. Ja, wenigstens hier gleich ein Meditationspunkt gleich wieder. Aber, hahaha, haben wir aber den gleichen Spaß hier gleich wieder. Gott, Kalin. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Und, was hast du gefunden? Lebenszeichen früherer Formen. Gucken wir gleich runter. Ich kann sie nicht öffnen. Okay. Da gibt es auch noch mal irgendwo einen Weg nach unten. Was ist hier? Ui, einen schönen Überblick über die Karte. Unentdecktes Gebiet. Wow. Also mir scheint, dass man hier mehr
Entdeckungsspielraum hat, als das noch im ersten Teil der Fall war. Hallo? Warum schießt du einen Hitblitzer? Meine Deckung gibt nicht nach. Überraschung! Hilf mir bitte! Ich werde dich trotzdem töten. Oh, nicht hilf! Was sind denn die hier alle? So, sollten wir doch eigentlich erstmal wieder Ruhe haben. Also da geht's wohl nochmal durch. Dann schauen wir doch erstmal da hinten. Ob hier irgendwas ist. Abkürzung. Bin hier rausgekommen. Also hier oben muss es auch nochmal was geben. Unentdecktes Gebiet. Mein Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden, in welche Richtung ich laufen will. Ja, schön. Komme ich von hier aus irgendwo weiter? Oder ist das jetzt nur ein Ausblick auf... Hey, das gibt's ja noch. Da hoch, Moment mal, da hoch. Das sieht doch sehr verlockend aus. Da oben ist irgendwas. Kommt man da hin? Ah ja. Wer ist er? Er ist der Kind. Geben Sie den Widerstand auf. Sie sind erbärmlich. Och, hab ich zuletzt zu spät gedrückt. So, diesmal von oben geteilt. Wir wünschen uns Stärke. Wir stellen die unsere in deinen Dienst. Du bist klug, dich mir anzuschließen. Sag deinen Abweichlern, dass ich keinen Platz für sie habe. Sie haben sich gegen mich gestellt. Darum bleibt ihnen jetzt nur noch der Tod. Gibt's noch eine ganz andere Ebene? Ich will dich hier nicht haben. Ja, hier gibt es noch ganz andere Ebenen. Das ist hier der Wahnsinn, was man hier alles entdecken kann. Ah, hier hätte man von außen auch hochkommen können. Ja, okay, dann hätten wir das gar nicht mit der Hüpfpassage gebraucht. Aber ist ja nicht so schlimm. Die sind alle hier so feindlich gestimmt, dabei mache ich doch gar nichts, außer mich zu wehren. Und das auch nur, wenn ich angegriffen werde. Noch nicht erledigt! Menge Fokus ein. Dafür wurde ich gebaut.
So, dann schauen wir doch mal, ob wir da hinten auf das Türmchen kommen. Das muss doch jetzt eigentlich auch noch gehen. Sie sind nicht autorisiert. Ja, ein Feuchten bin ich. Ich müsste noch höher kommen oder ich müsste auf der anderen Seite irgendwie hochkommen. Da unten. Ach ja, klar. Da ging's ja hoch. Total vergessen. Da kann man sich irgendwie ran grabbeln. Na, möchte der mich auch töten? Wir werden gemeinsam kämpfen. Erklärung! Sofort! Nichts gibt's, keine Erklärung. So, jetzt habe ich das hier alles auf der Abkürzung freigeschaltet. Hä? In welche Richtung? Ach, in die. Der hält sich da nicht fest, ne? Der hält sich da nicht fest. Okay, da muss ich, glaube ich, jetzt aber erstmal schnell nochmal eine Meditation machen, dass ich nicht hier gleich krepiere. Auch wenn ich weiß, dass jetzt gleich wieder alles respawnt. Und weiter. Und weiter. So schaut's aus. Moment. Ich. Hab ich jetzt einfach. Beeindruckende Verteidigung. Dauerschlag. Fähigkeitenpunkt. So, ich habe natürlich wieder LT mit RT und nee, nicht mit RT, sondern mit LP verwechselt. Und da muss es doch irgendwie hochgehen. Du bist schwach. Ja, von der anderen Seite irgendwie rauf. Wäre natürlich auch ein Versuch wert. Wo ist er? Ist geblieben. Das durfte nicht perforieren. Nicht damit. Ja, das lief doch ganz gut. So, und jetzt habe ich immer noch das Problem, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich sehe da irgendwie keinen Weg. Irgendwas fehlt mir da. Ach, warte mal, ich glaube, war da jetzt gerade wieder irgendeine rote Markierung? Ja. Ach nee, wilde Kreatur. Das ist eine Abkürzung. So, und eigentlich müsste da oben, ja, bei der wilden Kreatur müsste was sein. Hat jemand einen schlechten Empfang? Da hat wohl noch kein Mobilfunkanbieter ausgebaut hier. Ja, ein bisschen im Funkloch. Auch wegen der Geräuschkulisse hier? Nein, wir sind auf der Durchreise. Sammelst Geräusche? Genau, Mann. Didi ist begeistert von den Rufen dieser Gleiter. Klingt großartig. Weißt du, Pylon Saloon unten im Außenposten braucht dringend etwas Live-Entertainment. Vielleicht keine schlechte Idee. Didi schwört, dass ihn eine der Bestien schon schief angeschaut hat.
Das ist unser Musikbot. Okay, einverstanden. Wir sehen uns im Außenposten. Man sieht sich. Ja, cool. Wir haben den ersten, die erste Begleitung hier rekrutiert für unseren Außenposten. Genau so. Ich beiße nicht. Versprochen. Und dann zünde ich das... Warte mal, hä? Den müsste man wegbekommen hier. Der geht nicht weg. Ja. Wenn man hier das ganze Spiel austricksen wollen würde, geht das nicht. Was ist denn hier der Trick jetzt, dass man das Viech da wegbekommt? Braucht das irgendwas zum Futtern? Es ist okay. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ich will den Loot haben. Komme ich aber wohl nicht hin. Boah, wie viel ist denn hier noch zu entdecken? Das ist ja übel. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal ein kleines Päuschen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann machen wir weiter und gucken uns dann noch an, was von Kobo noch übrig geblieben ist. Und das wird jede Menge sein. Ich danke fürs Zuschauen und bis dahin, macht's gut. Tschüss.